Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Trading Card Game Online. So, oh wartet. Oh shit. Okay, so jetzt. Hätte ich vielleicht vorher machen müssen oder rausschneiden. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. So, wie man sieht, habe ich ein paar Coins und ein paar Tickets. Hab ein bisschen gespielt, ja. Und ein paar Packs habe ich auch. Um, ja, 5 Packs und das, plus die wir auch gleich noch alle ausgeben werden. Und dann denke ich mal, fangen wir das Turnier an. Ich wollte gerade noch irgendwas machen. Ich habe aber vergessen, was. Wir öffnen einfach mal eine Truhe. Please, Mann, wenn hier was Krasses drin ist. 10. Oh, vielleicht kommen wir noch auf die 800. Wow, Bisbark. Abbeißen, wenn das. Krass. Das ist so eine Karte, die wieder gegen Ex richtig gut ist. Ich öffne die lieber so. Das ist cooler. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. Farbroller. Und nochmal 5 Münzen. Ach komm, wir öffnen einfach so. Käufwaff. Ah, wenn es eine krasse Karte ist, muss man die aufdecken. Sonst wird sie einem gleich gezeigt. Okay. Hatte bis jetzt mich nur krasse Karten und musste sie mal aufdecken. Ich wusste das nicht. Das habe ich schon. Aber das ist ein cooles Labra. Labras. So, dann gucken wir mal. Öffnen wir mal. Ewiger Anfang. Und. Aha. Boah, Ökoarm. Okay, das ist nicht so toll, weil ich eigentlich nicht so wirklich mit Ausrüstung spiele. Oh shit. Despotar-Ex. Ein Hämmern 60, Bodengewinn 130 und jedem auf der Bank. Ja, das ist eigentlich egal. Sind halt denn für jeden 10, aber 130? Not bad. Öffnen wir noch eins. Oh Gott, wir öffnen halt alle jetzt. Wieso nicht? Oh, Gigantes. Das habe ich schon, ne? Und noch mal das. Ah, das ist hier. Die ist neu, weil die ist so. So, weiß ich nicht. Schillert hier unten so, funkelt da unten. Morlord, ja. Das habe ich übrigens immer noch nicht in mein Wasserdeck genommen. Okay, die habe ich auch schon. Die habe ich auch schon. Sollte man mal zum Tausch anbieten. Halt einfach wegtauschen die Karte, wenn man sie doppelt hat, ne? Ich brauche ja nicht mal eine davon, dann brauche ich die andere eigentlich auch nicht. Giflor. Ich habe sogar ein Duflor hier. Kein Spieler darf Itemkarten von seiner Hand spielen. Wie dumm ist das denn? Warum sollte ich das wollen? Ich will doch meine Karten spielen, oder? Was ist das? Öffnen wir einfach die nächsten. Dann haben wir einen Pikachu. Magnetilo. Magneton. Was ist das denn hier? Das ist gut für. Für mein Wasserdeck eigentlich. Ein Pliprin, das hatte ich schon. Ist mir neu. Bam! Oh, Pantimos. Alter, was ist das denn für ein Scheiß-Pokémon? Ja, die Bank kann keinen Schaden kriegen. Hoffen wir einfach, dass wir jetzt noch mal was Cooles kriegen. Bronzeln, Zoa, Starmie, Sandama, Keifel, das hatte ich auch schon. Ein geiles Tenopto, 130, zieht's ab, Alter. Cool. Ich muss zwar von mir eine ablegen, muss nicht mal Feuer sein, aber ich würde es wahrscheinlich sowieso in einem Feuerdeck spielen oder so. Und dann darf ich auch eine von dem Gegner ablegen. Das ist eine coole Karte. Muss zwar eine von mir ableben, aber darf auch vom Gegner was ablegen. Wieso nicht? So, dann habe ich mir gedacht, wir holen uns einfach das, weil da gibt es halt einfach drei Packs und das und eine Münze. Wieso nicht? Und ich habe gesehen, die gibt es auch nur. Hier steht, bis welchem Datum sie gibt. Bis zum 8. Juni. Das ist. Wann ist denn das? Nächste Woche, ne? Das ist nächste Woche. Den gibt es nur noch bis zum 1., glaube ich. Aber ob ich mir das hole, ich weiß nicht.
Wenn man die Karte niemals anders kriegt, dann überlege ich es mir nochmal. Aber das weiß ich ja nicht, ob man sie niemals wieder kriegt. Und dann kommen hoffentlich neue Karten. Also neue coole Karten, die man sich da mitkaufen kann. Wir öffnen jetzt nochmal die anderen drei. Schicksalsschmiede weiß ich gerade nicht, ob ich da wirklich viele von gezogen habe, werden wir jetzt sehen. Doch schon einige wahrscheinlich, sonst hätte ich nicht so viele doppelt. Okay, ja, Bam! Rotom und, oh shit, Lucario. Und Riolu habe ich auch. Guck mal, habe ich noch was für mein Kampfdeck? Ein schönes Lucario, wieso nicht? Lucario ist stark. Vitora, Potrot. Boma Dam hat 120 KP. Alter, und Bomi habe ich auch hier gleich mit. Boah, das ist auch eigentlich ziemlich stark, ne? Kann 90 abziehen. Oh shit. Zetra King X. Oh shit. Kann ich mit in mein Wasserdeck nehmen, ne? Wobei ich brauche dafür eine Elektroenergie. Wäre besser, ja. Wäre gut. Ich weiß nicht. Könnte man trotzdem mit ins Wasserdeck nehmen. Einfach nur, weil man sie dann hat. Einfach nur deswegen. Guck mal, das ist auch wieder ein, muss ja ein besonderes Lavita. Nee, warte, das ist ein anderes Lavita als das. Oh, das ist ein Jugong, Alter 100. Bam, Mew, Alter. Das ist richtig cool. Das kann ich auch mal im Wasserdeck nehmen. Wenn ich das habe. Oder. Dann kann es, wenn Kyurem auf der Bank sitzt und der hat 4 Wasser, dann kann ich mit ihm die Attacke von Kyurem einsetzen, die 130 abzieht und so. Das ist schon sehr stark, ja. So, da habe ich jetzt eigentlich schon alles geöffnet, ne? Oh mein Gott, ich habe schon alles geöffnet. Ah, das Admiral habe ich ja auch jetzt bekommen hier. Aber ob ich das in mein Wasserdeck nehme, ich glaube eher nicht. Oh, guck mal hier, das Schiller da hinten. Okay. Ich drück die mal alle weg auf neu und guck mal, wie lange ich schon aufnehme. Und dann fangen wir das Turnier schon an, ja. Wieso nicht? Gut, wir nehmen zwar schon einiges auf, aber ist egal. Haben noch genug Zeit. So, jetzt ist die. Die haben das rausgenommen. Ich schwöre, gestern war es noch drin. Ich meine, ich spiele heute noch nicht so lange. Hab auch nicht geguckt, aber dass das jetzt raus ist, ist irgendwie scheiße. Können wir kurz mein Spiel. Wieso dreht das? Okay. Ein Tag, eine Stunde. Alter, ich spiele das Spiel viel zu lange. Viel zu oft. Machen wir halt ein normales Turnier, ist auch egal. Wir müssen Expanded, glaube ich, machen, ne? War das Expanded? Ich glaube ja. Obwohl, ich habe mir sagen lassen, Expanded ist schwerer. Ich weiß nicht. Wir können ja kurz nochmal gucken. Da steht hier alles Standard, erweitert und unbegrenzt ist das. Standard, erweitert und unbegrenzt. Also könnten wir auch das Standard spielen. Ich glaube, die zweimal kriegt man da. Und hier glaube ich auch, denn, ne? Ja. Und Legacy auch, oder was? Ja. Aha. Boah, da kriegt man aber Schwarz-Weiß-Karten, Alter. Ich glaube, die sind selten. Hier kriegt man Schicksalsschmiede. Und hier auch. Ich habe ja noch nie Schwarz- und Weiß-Karten gesehen, aber Legacy habe ich, glaube ich, nicht, ne? Was ist ein Legacy? Ich weiß es nicht. Legacy ist das, ne? Das ist einfach nur ältere Karten. Ne, so ein Deck habe ich nicht. Deswegen kriegt man auch Schwarz- und Weiß-Karten. Aber woher soll ich jetzt ältere Karten herbekommen? Muss man sie gerade tauschen oder was? Dann machen wir das hier mit meinem Turnierdeck. Oder dann sehen wir uns beim ersten Kampf wieder, weil das kann, glaube ich, noch ein bisschen dauern. So, es geht los gegen Illyu, der mit einem Feuerdeck im Vorteil ist. Warum auch immer. Er ist im Vorteil auf jeden Fall. So, mir ist auch eingefallen, ich habe ja letztes Mal mein Rollo runtergemacht und das Licht angemacht. Jetzt habe ich es nicht gemacht, weil letztes Mal, das war einfach. Oh, please, ne? Es war einfach, weiß ich nicht, es sieht ein bisschen
bisschen komisch aus. Ich hoffe, ich habe das jetzt so gelassen und hoffe, dass man das alles so sehen kann und das so in Ordnung ist. Oh. Oh, wen nehmen wir denn jetzt? Weil eigentlich habe ich die schon. Also nehmen wir, glaube ich, Manaphy. Können ja auch noch austauschen, weil wir jetzt Manaphy haben. Wer fängt jetzt an? Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß auch nicht, warum er im Vorteil ist mit einem Feuerdeck gegen mein Wasserteam. Ich weiß nicht. Werden wir bestimmt noch sehen, was der für krasse Karten hat. Wir spielen. Oh shit, wir spielen erstmal alles aus. Und tun. Ja, wir holen Kyurem. Wieso nicht? Wieso denn einfach mal nicht? So, und dann beenden wir unseren Zug erstmal. Wir beenden den erstmal und ja, schau mal, was Pfingst. Ich würde sagen, holt Rutena, war ja klar. Das ist mir aber egal, denn wenn er jetzt entweder, ja, genau so macht, obwohl wenn. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hat keine Schwäche? Hm. Ist mir aber eigentlich egal. Weil ich kann mich sowieso jetzt heilen. Hab die Karte und hab die Karte. Oh shit. Glaube, du hast verkackt. Easy. Easy win. Der. Easy. Oh, was kriegen wir krasses? Pam, Alter. 25 Coins. Oh, shit. Ja, was machen wir jetzt? Wir können. Man kann mir nicht garantieren, dass der nächste Kampf genauso kurz wird. Ich meine, wir sind doch als erster fertig. Ich weiß auch nicht, warum der im Vorteil war. Keine Ahnung. Wir können kaufen gehen, ne? Ich habe nicht genug Coins. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Und ich würde sagen, wir machen die beiden Kämpfe einfach im nächsten Part. Und dann beende ich den Part jetzt hier. Wenn wir Glück haben, gibt es im nächsten Part. Wir kriegen bestimmt noch die 200 Münzen voll. Und wenn wir wirklich Erster werden, ich weiß nicht, ob wir beides kriegen, ich habe das immer noch nicht verstanden. Beides oder nur eins? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir beides kriegen, denn 3 plus die, können wir nochmal 4 Packs öffnen, plus die 2 Kämpfe. Ich meine, was war immer mehr? Ich habe jetzt auch 2 Ex-Karten wieder gezogen, oder? Waren es 3? Seetracking und Despotar fällt mir gerade nur ein. Aber naja, gut. Dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Hoffe, hat der Part trotzdem gefallen. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht allzu lange warten. Ja, ich muss vielleicht 21 Minuten warten. Meistens ist es schneller fertig, dann muss man noch kurz eine Minute warten, dann geht's weiter. Aber wir sehen uns dann einfach am Anfang des nächsten Kampfes im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao!